Du machst deinen ersten Triathlon oder du willst dich dafür vorbereiten? Yes, du bist hier genau richtig. Massimo und ich wollen dir erklären, wie du dich bestens vorbereitest für deinen ersten Triathlon. Trainieren musst du am Ende vom Tage immer du, aber wir geben dir die wichtigsten Tipps, Tricks und Grundsätze mit auf den Weg. Alex, drei Sportarten, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Wie bringt man das unter einen Hut? Ja, das ist das richtig Schwierige, vor allem im Triathlon. Du hast drei Sportarten, wie du schon eben sagst. Und wir versuchen jetzt mit dir und auch mit der Trainingsplanung, dir dabei zu helfen, das Ganze unter einen Hut zu bringen. Das Gute ist, am Ende vom Tag ist es keine Raketenwissenschaft. Ausdauertraining ist simpel, wenn du die wichtigsten, die essentiellsten Grundsätze beachtest. Was das unter anderem ist, zeigen wir dir gleich. Ich würde dir gerne zeigen, was der absolute Grundsatz von Ausdauertraining für dich bedeutet. Das hier ist deine Leistungsfähigkeit. Und das hier ist die Zeit, die vergeht. Wenn du daheim auf der Couch sitzt, dein normales Leben lebst, dann wird deine Leistungsfähigkeit mehr oder weniger immer gleich bleiben. Was machen wir jetzt im Ausdauertraining? Was passiert? Zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt startest du ein Training. Und was passiert? Du wirst nicht besser, nein, du wirst stattdessen schlechter. Training ist Stress für deinen Körper und löst etwas in dir aus. Doch das Schöne ist, dass mit der Zeit deine Leistung plötzlich über den Ausgangspunkt hinausgeht. Und das ist Ausdauertraining. Danke, Massimo. Das ist das Modell der Superkompensation und eigentlich um das geht es. Erholung und Belastung. Und das muss irgendwie in einer Balance und auch in einem Gleichgewicht stehen. Ja? Und das ist sehr, sehr entscheidend. Und da ist auch wichtig, dass man eben eine Trainingsplanung hat, weil was ist jetzt Belastung, was ist jetzt Erholung? Und das wollen wir euch erklären in diese 12 Wochen, damit du bestens vorbereitet bist für deinen ersten Triathlon vor allem. Es ist genau wie du sagst, Alex. Am Ende vom Tag ist es nicht so schwer. Dein Körper übernimmt eigentlich die Mammutaufgabe, dich besser zu machen. Und es sind diese paar Punkte, die der Alex angesprochen hat, auf die man achten muss. Wie viel trainierst du eigentlich? Wie oft trainierst du eigentlich? Und wie hart trainierst du? Auf diese drei Aspekte kommt es im Grundsatz an. Und man muss Gott sei Dank sagen, oder darf Gott sei Dank sagen, es gibt keine goldene Regel. Es gibt nicht den einen Weg, den jeder folgen muss, der dich besser macht. Du hast Flexibilität, wenn du auf die gewissen Kernelemente achtest. Vor allem du als Anfänger ist eigentlich relativ cool, dass du nicht viel falsch machen kannst. Du sollst einfach nur mal beginnen und dadurch wirst du schon besser. Das ist immer so mit neuen Sachen, die man erlernt. Am Anfang muss man viel üben und dann wird man eigentlich immer besser. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste und das kannst du auch vorwegnehmen. So viel also zu den absoluten Grundsätzen. Du wirst dich jetzt natürlich fragen, aber wie ist das mit der Belastung? Wie viel? Wie oft? Und vor allem, wie hart soll ich jetzt eigentlich trainieren? Wie ist das mit dem Volumen, Alex, mit dem Umfang des Trainings? Ja, ich würde eigentlich gleich darauf eingehen. Die erste Woche würde ich auf jeden Fall nicht so krass starten. Da reicht vollkommen zum Beispiel 4,5 bis 5 Stunden aus, dass man wirklich vielleicht, dann hätten wir ja auch die Frequenz, also die Häufigkeit von den Trainingseinheiten. Natürlich muss es irgendwie in ein Gleichgewicht stehen. Man kann jetzt nicht 5-mal schwimmen gehen. Das wäre dann eigentlich kein Trainingsplan für einen Triathlon, sondern man sollte dann wirklich schauen, vielleicht einmal die Woche schwimmen gehen, 2-mal laufen, 2-mal Radfahren. So würde das eigentlich eine gute Struktur haben. Ja, so würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Als Grundsatz für deine erste Woche, für deinen ersten Block, deine ersten 1-2 Wochen ist, lieber öfters trainieren und kürzer als zu lange und unfrequent. Lieber jeden Tag mit 1 oder 2 Ruhetagen trainieren, als eine lange Radeinheit, als ein langes Training am Wochenende zu setzen. Aber wie lange muss ich trainieren, dass ich für meinen ersten Triathlon bereit bin, dass ich den noch ins Ziel bringe? Also grundsätzlich würde ich auf jeden Fall empfehlen, so 12 Wochen, dann bist du wirklich top vorbereitet, von der Struktur her und auch von der Planung her mit den verschiedenen Schwerpunkten. Natürlich, wenn du fitter bist und zum Beispiel schon Läufer bist oder schon Radfahrer oder generell Schwimmer, dann kann man es auch sicherlich in einer kürzester Zeit schaffen, also vielleicht in 10 Wochen. Aber gilt auch wieder, umso länger du dich vorbereitest, umso besser ist es eigentlich für dich. Und da ist so 12 Wochen eigentlich ein Ideal, was auch sehr machbar eigentlich ist. Ich denke, eine gute Richtlinie für deinen ersten Triathlon, wenn du schon ein bisschen was im Sport gemacht hast, wenn du schon einmal Hobbyläufer bist, warst, Laufwettkämpfe gemacht hast, dann kannst du dich sicher bis zu einer olympischen Distanz heranwagen. Das sind eben 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen. Wenn du
noch nicht so viel mit Sport zu tun gehabt hast in deinem Leben, denke ich trotzdem, dass du in 12 Wochen auf eine Sprintdistanz, was die Hälfte davon wäre, dich gut vorbereiten kannst. Genau, und das kann man auch ungefähr einordnen, was es für eine Belastungsdauer ist, was den Wettkampf betrifft, dass man bei einem Sprint, ja, die schnellsten sind so in einer Stunde im Ziel, 1,5 bis 2 Stunden kann man da schon einrechnen und natürlich dann für eine olympische Distanz ist das dann doppelt so lang, also 2,5, 3 Stunden kann man schon mit wechseln und so weiter, ja, damit rechnen. So Alex, wir haben davon geredet, dass die Frequenz wichtig ist. Lieber öfters trainieren, als am Anfang richtig lange Trainingseinheiten zu machen. Wie ist das mit dem Volumen? Wie soll sich da Woche 1 von Woche 6 oder 12 unterscheiden? Natürlich, das soll auch natürlich steigern. Das ist eh klar, dass ich eben zum Beispiel mit 4,5 beginne. Die nächste Woche dann eigentlich dann vielleicht 5, 6 Stunden. Das soll ja auch eine wirklich lineare Struktur haben auch, dass es eine Steigerung ist, weil wir wollen ja immer eine größere, den Körper fordern, mehr oder weniger. Und natürlich dann dient die Ruhewoche dazu, dass man dann wirklich auch sich dann dementsprechend erholt. Da versucht man dann zum Beispiel 3 Wochen Belastung zu machen und eine Ruhewoche, das wäre schon das klassische 3:1. Das sind so die Grundsätze. Die Progression, die Konsistenz und die Erholung. Und wir erklären euch in den nächsten Videos genau die Trainingsplanung dafür. Let's go!